Mein Name ist Uli Kalle, ich bin vom Bund für Umwelt und Naturschutz, bin gelernte Umweltwissenschaftlerin und möchte euch jetzt vorstellen eine App, die der BUND entwickelt hat, die sich ToxFox nennt. Ich habe ja sonst auch ein paar Flyer dabei. Und mit dem ToxFox kann man einfach über einen Barcode scannen, ja, nach Schadstoffen fahnden. Ich bin selber gelernte Umweltwissenschaftlerin. Ich habe also mit Technik eigentlich relativ wenig am Hut gehabt, bin da ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein bisschen was erzählen und wenn ihr danach noch Fragen habt, gerne. Ich habe das jetzt erst auf einem relativ allgemeinen Niveau gemacht, weil ich auch nur 10 Minuten Zeit hatte. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, also wenn ich dann was übersprungen habe, können wir das gerne am Ende nochmal machen. Genau, es geht um Schadstoffe in Produkten. Wir haben durch Chemikalien sogenannte hormonelle Schadstoffe eine schleichende Gefährdung. Es ist so, dass jeder Mensch im Grunde, wenn wir einen Bluttest machen würden oder einen Urintest machen würden, mit im Schnitt 50 unterschiedlichen künstlichen Chemikalien belastet ist. Das ist sogar schon bei Babys so, weil wir eben über die als Schwangere über die Nabelschnur und über die Muttermilch die Schadstoffe auch weitergeben. Das heißt, die Belastung der Bevölkerung nimmt auch immer mehr zu. Und damit einhergeht auch ein Anstieg von hormonell bedingten Krankheiten. Das sind zum Beispiel Brustkrebs, Hodenkrebs, aber auch Unfruchtbarkeit. Also es ist zum Beispiel so, dass die Spermienproduktion und die Spermienqualität bei Männern in den letzten Jahren um die Hälfte zurückgegangen ist über die letzten Jahrzehnte. Also die Fruchtbarkeit ist um 50% zurückgegangen. Es gibt viele Krankheiten bei Männern und bei Frauen wie Hodenhochstand zum Beispiel, die auch mit diesen Chemikalien in Verbindung gebracht werden. Es ist aber auch so, dass sich das auf die Schilddrüse auswirken kann oder auf unser Gehirn. Also der IQ ist zum Beispiel auch in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Es gibt immer mehr Kinder, die unter Fettleibigkeit leiden. Also das sind alles Sachen, die natürlich nicht nur an den Chemikalien liegen, aber es gibt ein sehr eine sehr große Korrelation zwischen diesen Sachen. Auf der anderen Seite, wie kommen die überhaupt in den Körper? Das liegt eben daran, dass sie in Produkten eingesetzt werden. Wenn man auf Produkttests guckt oder es gibt zum Beispiel auch von der EU ein RAPEX-System, Schnellwarnsystem, wo immer mal wieder geschaut wird, wie sind zum Beispiel Spielzeuge oder Textilien belastet. Da findet man regelmäßig Stoffe, die nicht besonders gut sind für die Gesundheit. Habe ich schon gesagt, jeder Mensch ist im Schnitt mit 56 verschiedenen Chemikalien belastet. Das Problem ist, wir haben aber keine Deklarationspflicht. Also wenn ich mir zum Beispiel so ein Spielzeug angucke, dann kann ich hier lesen, wo es hergestellt wurde. Ich kann auch sehen, wer war der Hersteller, wer war der Produzent. Was ich aber nicht weiß, ist, was steckt drin. So, und das ist genau das, wo wir mit dem ToxFox ansetzen wollen, um hier mehr Transparenz zu schaffen und dann letzten Endes jedem Verbraucher zu ermöglichen, selber zu entscheiden, will ich das kaufen oder nicht. Die Motivation ist, Schadstoffe in Produkten sichtbar machen, also aus dieser unsichtbaren Gefahr was Sichtbares zu machen, mir selber eine Entscheidung zu ermöglichen. Wir wollen auch das Kaufverhalten dadurch beeinflussen, also in dem Moment, in dem ich als Verbraucher sehe, oh, da sind Stoffe drin, die sind nicht so gut, die möchte ich nicht im Kinderzimmer haben, die möchte ich auch nicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, kann ich die Sachen liegen lassen und sende damit natürlich ein Signal auch an den Hersteller. Na, wenn die Sachen nicht mehr gekauft werden, fragt er sich, warum werden die nicht gekauft und dann ändert er hoffentlich auch die Produktion. Das hat dann auf der einen Seite Vorteile für die Leute, die Sachen kaufen, aber natürlich auch in der Produktion oder im Recycling werden diese Schadstoffe genauso freigesetzt. Das heißt, das hat dann eben auch eine positive Auswirkung auf die Herstellerländer, keine Ahnung, meistens ist ja made in China, aber auch in Indien oder eben auch beim Recycling, wenn ich Schadstoffe im Produkt habe. Und ich jetzt zum Beispiel sage, dieses Plastik wird wieder eingesetzt, keine Ahnung, zum Beispiel für in Pizzakartons oder wie auch immer, dann recycle ich damit natürlich auch die Schadstoffe und
dadurch, man wird sie eben leider nicht los. So, und deshalb ist es gut anzusetzen und zu sagen, Hersteller, bitte gar nicht erst rein. Wir wollen auch die Hersteller direkt beeinflussen, indem wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihnen eine Protestmail zu schicken, also nicht nur über das Kaufverhalten, sondern auch die direkte Kommunikation zu fördern. Und wir wollen auch die Leute überhaupt erst auf das Thema aufmerksam machen, weil Chemikalien ist immer so ein Thema, so, keine Ahnung, war ich nicht gut in der Schule, Chemie hat mich nie so interessiert. Letzten Endes betrifft es uns aber eben ganz konkret, es betrifft unsere Familie und uns zu Hause und deshalb ist es was, was wir eben vor Augen führen wollen, damit wir da eine breitere Unterstützung auch kriegen für besseren Umwelt- und Gesundheitsschutz. Genau, deshalb haben wir den ToxFox entwickelt. Der ist jetzt 4 Jahre alt mittlerweile und es funktioniert eben tatsächlich ganz einfach. Ich brauche nur ein Smartphone, kann dann kostenlos den ToxFox da drauf laden. Wir haben da einen Scanner drin, einen Barcode-Scanner. Also ich muss es da eigentlich nur draufhalten und über den Barcode sind dann die Schadstoffinformationen verknüpft. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Funktioniert wahnsinnig gut. Wir merken auch, dass die Leute wirklich interessiert sind. Also wir haben mittlerweile über 1,4 Millionen Leute, die den ToxFox installiert haben und damit auch regelmäßig nach Schadstoffen schauen. Das Problem ist, dass wir selber erstmal eine Datenbank über diese Produkte aufbauen müssen. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, könnt ihr euch vorstellen. Wir haben also mittlerweile gerade mal 10.000 Alltagsprodukte, es gibt natürlich Millionen. Aber was wir auch feststellen ist, dass die Hersteller tatsächlich das wahrnehmen und wir immer wieder Beispiele finden, wo dann auch Produkte vom Markt genommen werden. So, also wir hatten das letztens, hatten Hersteller festgestellt, auch erst durch den ToxFox, es war ein Sporthersteller, dass ein fortpflanzungsschädliche Chemikalie in der Fahrradbürste war, das war ein großer Sporthersteller und dadurch haben sie das Produkt vom Markt genommen, haben gesagt, okay, wir gucken in unsere Produktion. Also es ist tatsächlich was, womit man zum einen eben die Leute informieren kann, Kaufverhalten beeinflussen, aber auch die Hersteller. Was mache ich jetzt, wenn ich keine Informationen in der Datenbank habe? Also ich habe ja gesagt, wir haben gerade mal 10.000 Produkte, das ist natürlich noch nicht viel. Das heißt, in der Regel wird es so sein, ich scanne ein Produkt und es ist erstmal nur ein Fragezeichen da. Und was dann passiert ist, dass wir über eine andere Datenbank nachschauen, wer ist der Hersteller. Und diesem Hersteller kann man dann eine E-Mail schicken. Und in der E-Mail, wir haben nämlich jeder als Verbraucher ein Auskunftsrecht. Das heißt, wir können jeden Hersteller da draußen fragen, sind gefährliche Chemikalien in dem Produkt enthalten. Das wissen die meisten nicht, dass sie das überhaupt haben, dieses Recht. Und der Hersteller muss mir antworten, wenn da schädliche Stoffe drin sind. So, und das ist eben was, dieses Recht gibt es im Grunde seit fast 10 Jahren. Es hat nie jemand davon gehört und es übt auch keiner aus. So, die Idee vom Gesetzgeber war aber, dass die Leute nachfragen und durch diese Nachfrage die Produkte verbessert werden. Aber wenn es keiner macht, funktioniert es eben auch nicht. Das heißt, das war eben letzten Endes der Auslöser für diese App, dass wir gesagt haben, wir müssen das viel einfacher machen. Wir müssen die Möglichkeit geben, auf Knopfdruck diese Anfragen zu stellen und vor allem müssen wir auch die Antworten sammeln, weil wenn jeder für sich immer nur nachfragt und jeder für sich irgendeine kryptische Antwort bekommt, dann hat da letzten Endes keiner was davon. Das heißt, mit dem ToxFox erleichtern wir zum einen die Anfrage, wir sammeln die Antworten in der Datenbank und wir machen auch eine Übersetzungsarbeit, weil vom Hersteller kriegt man manchmal irgendwie 10-seitige PDFs, da sind dann irgendwelche Testberichte drin, die kein Schwein versteht. So, also deshalb, letzten Endes interessiere ich mich als Verbraucher ja nur dafür, sind da jetzt Schadstoffe drin? Was sind das für welche? Und eigentlich möchte ich auch nur Produkte ohne Schadstoffe, Punkt. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht. So, das heißt, was wir eben versuchen, ist eine große Datenbank aufzubauen, dadurch eine Transparenz zu gewährleisten. Und ja, das müssen wir eben Schritt für Schritt angehen. Und sind noch relativ am Anfang, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Wir haben den ToxFox, wie gesagt, in Deutschland vor 4 Jahren gestartet
und haben es aber durch unsere Arbeit und durch den Erfolg mit dem ToxFox geschafft, dass das auch EU-weit Beachtung gefunden hat. Und wir haben ein Projekt finanziert bekommen, womit wir jetzt Apps nach diesem ToxFox-Vorbild in 15 europäischen Ländern entwickeln und auch diese Datenbank, die wir eben angefangen haben, jetzt in eine europäische Datenbank überführen können. Das heißt, es wird nächstes Jahr im April werden in 15 Ländern diese Apps an den Start gehen und dann können die Hersteller auch in eine europäische Datenbank ihre Produktinformationen eingeben, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass sie das in Deutschland machen und in Dänemark und in Spanien, sondern das macht eben Sinn, sowas EU-weit zu machen. Aber das ist eben auch was Tolles. Also wir haben das letzten Endes klein angefangen, aber es kann jetzt rapide wachsen. Und je mehr Leute eben diese Anfragen stellen und E-Mails verschicken, umso größeren Druck können wir auf die Hersteller ausüben und umso motivierter sind sie hoffentlich dann auch ihre Daten irgendwie transparent zu machen. Und wir starten erstmal mit 15 Ländern, aber die Idee ist, dass das dann auch, also das sind diese ganzen Grünen, die ihr hier seht, aber die alles, was rosa ist, kommt dann noch hinterher und die blauen auch, so dass wir dann wirklich in ein paar Jahren in fast ganz Europa so eine App haben, wo Leute scannen können. Ja, wir sind angewiesen auf Unterstützung. Wir brauchen im Grunde jeden, der einfach losgeht, Produkte scannt, Anfragen stellt, weil jede Nachfrage hilft. Wie das Beispiel von dem Sporthersteller. Manchmal reicht eine E-Mail, die sie sehen, oh weia, ich muss hier mal gucken, was ist denn da eigentlich drin? Das heißt, je mehr Leute scannen, umso mehr Produkte haben wir in der Datenbank, umso mehr sind die Hersteller unter Druck und umso schneller kommen wir hoffentlich zu giftfreien Produkten. Und wenn die App demnächst europaweit an den Start geht, brauchen wir auch Tester. Wir brauchen auch Leute, die mit uns gezielt irgendwie Sachen scannen. Also wenn jemand Lust hat, sich da zu beteiligen, ich habe hier eine Liste dabei, könnt ihr euch gerne eintragen. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden, wie das losgeht. Und ich glaube, es ist ganz spannend. Ja, das ist es erstmal als Input von mir. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne jetzt. Warm hier oben. Ich glaube, wir hier war erstmal. Software, die ihr habt? Es ist leider keine Open-Source-Software. Das hängt damit zusammen, dass wir, ich habe jetzt vorgestellt, so Sachen wie Spielzeug oder Textilien. Wir sind aber gestartet eigentlich mit Kosmetik. Und bei der Kosmetik ist es nicht unsere eigene Datenbank, sondern da greifen wir zurück auf die CodeCheck-Datenbank, weil die eben schon mit 80.000 Chemikalien, Produkten gefüllt war. Und CodeCheck wollte das nicht offenlegen, weil dann die Angst hatten, dass man ihre Daten klaut. Deshalb das ist der Grund, warum, also der Code gehört quasi zur Hälfte nicht uns von der App. Deshalb können wir ihn leider auch nicht offenlegen. Also ich hätte damit kein Problem, aber wir haben eben einen Partner, der das nicht so gerne möchte. Ja, vielen Dank. Sehr schönes Programm. Was ich mich gefragt habe, war, habt ihr ein aktives User-Management, also wenn ich es verstanden habe, sind die Leute, die das nutzen, auch die E-Mails schreiben? Oder wird das dann zurückgeschickt an euch und ihr schickt die E-Mail? Und wenn ja, macht ihr es irgendwie, dass ihr diesen Prozess, der User, die Userin schickt, eine E-Mail nochmal konkret steuert oder habt ihr Treffen oder versucht ihr eine Gemeinschaft, um diese App herum auszubauen oder funktioniert das einfach so auf dieser funktionalen Ebene, Leute scannen und senden und dann sammelt ihr das wieder? Danke. So wie wir es im Moment machen, ist es tatsächlich, jeder, der eine Anfrage stellt, also der die App installiert hat, schickt eine E-Mail über uns an den Hersteller und sie geht über uns dann wieder an den Versender. Das heißt, wir sind zwar zwischengeschaltet, aber jeder kriegt
letzten Endes alle Infos. Das liegt daran, dass wir bei unserer Datenbank die Daten tatsächlich selber eintragen. Das sind nicht unbedingt die Hersteller, die die Daten eintragen. Das heißt, wir lesen auch diesen ganzen, diese ganze E-Mail-Kommunikation und können dann selber entscheiden, sind Schadstoffe drin oder nicht. Wenn wir das jetzt bei der europäischen App machen, dann können wir das nicht mehr leisten. Wir sind sowieso ein recht kleines Team. Da wird es dann tatsächlich so sein, dass nur noch die Hersteller was eingeben. Da sind wir dann raus. Aber zu dem zweiten Teil, Community Management, das versuchen wir gerade so ein bisschen aufzubauen. Eben wirklich auch einen kleineren Kreis von Leuten zu haben, mit dem man auch mal sagen kann, Mensch, der und der Hersteller ist besonders intransparent und in dem Produkt sind wahrscheinlich Sachen drin, stellt mal bitte ganz viele Fragen, so dass man das ein bisschen besser steuern kann, weil es gibt einfach zu viele Produkte und zu viele Hersteller. Wenn man da sagt, irgendwie scannt mal wild in der Gegend rum, dann wird das wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Vielen Dank für den Vortrag. Bei dem Beispiel kam mir der Gedanke, das ist irgendwie dasselbe wie, was fragt den Staat für Informationsfreiheitsanfragen macht. Also irgendwie das Prinzip kommt mir sehr bekannt vor. Ist das bekannt, das Projekt? Ich kenne es nicht, aber okay. Danke für den Hinweis. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja. Ja. Die Personen sind anwesend, ja, da kann man mit Leuten reden. Okay, ja, spannend. Danke. Das mit dem mit der Datensammlung habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ein Teil der Daten für Kosmetik kommt aus einer bestehenden Datenbank und jetzt werden neue Informationen gesammelt mit der App. Werden diese neuen Informationen dann zugänglich sein, sodass andere daraus, also die nutzen können? Gibt es da einen öffentlichen Zugriff auf diese Datenbank oder wie ist das gedacht? Ja, ich bin da jetzt wegen der Kürze der Zeit nicht drauf eingegangen. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Kosmetika und zwischen solchen Sachen wie Spielzeug, Textilien, Möbeln, Elektrogeräten. Und das ist was bei Kosmetik gibt es eine Deklarationspflicht. Das heißt, daher steht eigentlich hinten drauf, welche Stoffe drin sind. Und wir haben mit Kosmetik angefangen, um da erstmal die Schadstoffe sichtbar zu machen, weil es einfacher war. Da gab es eben schon diese Datensammlung von CodeCheck. Und unser Ziel war es aber letzten Endes eben für diese ganzen anderen Produkte eine Datenbank aufzubauen. Und das ist unsere Datenbank, die jetzt eben in diese EU-Datenbank übergeht. Und die wird auch so sein, dass man sie öffentlich abfragen kann. So, und dass man zum Beispiel auch Kategorien angucken kann, dass man Sachen miteinander vergleichen kann. Da wird es auch eine API geben, dass man das abfragen kann. Also das ist tatsächlich so gestrickt, dass da alle Leute drauf zugreifen können, die interessiert sind. Ist da schon ein Lizenzmodell für die Daten? Damit man, wenn man die nutzen möchte über die API, dann auch weiß, unter welcher Lizenz die stehen werden? Also was man abfragen kann, sind die Schadstoffdaten. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob man da jetzt für eine Lizenz braucht. Ja? Okay. Immer gut. Da bin ich jetzt nicht die Richtige. Das kann. Naja, es gibt... Ja, noch eine Frage, was für Produkte könnte man damit dann scannen? Oder also ich kann natürlich jeden Barcode scannen, aber wenn ich einen Bund Möhren scanne, was würde dann passieren? Oder wenn ich, weiß ich nicht, halt irgendwas anderes, was jetzt kein Spielzeug oder Kosmetik ist, scanne? Also das Auskunftsrecht ist verankert in der EU-Chemikalienpolitik REACH und die gilt für alles, was nicht flüssig ist und kein Lebensmittel. Also für Lebensmittel gilt es nicht, es gilt für Lebensmittelverpackung. Also man könnte jetzt eine Milchtüte scannen und würde dann Auskunft darüber kriegen, ob in der Verpackung schädliche Chemikalien drin sind. Und ansonsten für alle Alltagsprodukte, die ich anfassen kann. Also im Grunde alles, was man hier sieht, die Lampe, ein Fenster, Stoffe, die Winkelkatze, die Tasse. Alles, wo ein Barcode drauf ist und was eben nicht jetzt Kosmetik oder Wasch- und Reinigungsmittel, Farbe, also alles, was nicht flüssig ist. Was ist mit Büchern? Bücher kann man auch, könnte man, aber die haben ja ein anderes System. Ne? Die haben ja irgendwie diese ISBN. Also wenn da ein Barcode drauf ist, kann man es auch machen. Also sie fallen letzten Endes auch unter das Auskunftsrecht. Mich würde noch interessieren, wenn ich dann Informationen bekomme in der App als Konsument und da stehen die gleichen Stoffe wie zum Beispiel auf Kosmetikern, da weiß ich auch nicht, was ich damit tun soll. Also
Mit den meisten Sachen. Und wir reden die ganze Zeit über Giftstoffe, Gifte, Schadstoffe. Das klingt extrem, ne? Man möchte das am liebsten vermeiden. Sind denn in Kosmetikern auch Gifte und Schadstoffe und ich benutze sie trotzdem? Also natürlich, die Antwort ist natürlich ja. Also wie helft ihr denn dem Konsumenten jetzt eine Entscheidung zu treffen? Außer das Auskunftsrecht auszuüben. Also die Idee ist eben tatsächlich mit der App nicht alle Stoffe anzuzeigen, die irgendwie drin sind, sondern die Stoffe, die ein Problem sind und dann auch zu erklären, warum sind die ein Problem. Also wir zeigen Stoffe an, die krebserregend, reproduktionstoxisch, fortpflanzungsstörend sind, die besonders langlebig in der Umwelt sind und sich im Körper anreichern können und hormonelle Schadstoffe. Und das Problem bei den hormonellen Schadstoffen, die Frage, die ich da so ein bisschen durchhöre, ist ja, warum sind die da überhaupt drin? Wieso ist das erlaubt? Wie kann das sein? Und das ist eben bei diesen hormonellen Schadstoffen tatsächlich das Problem, die sind im Moment EU-weit nicht geregelt. Es gibt dafür keine Verbote. So, die EU weiß im Grunde seit 15 Jahren, dass es ein Problem gibt. Sie hat sich verpflichtet, Kriterien zu entwickeln. Dieser Prozess zieht sich seit Jahren hin und so lange dürfen die Sachen in den Produkten vorhanden sein. Es ist einfach so, dass die Gesetzgebung da der Wissenschaft hinterherhinkt. Und das ist genau die Lücke, in die wir reingehen, indem wir die Sachen sichtbar machen und sagen, Achtung, ne, das sind Stoffe, die können deine Gesundheit negativ beeinflussen in 20 Jahren. Die können auch deine Kinder, die Gesundheit deiner Kinder beeinflussen. Du hast es selber in der Hand, du kannst entscheiden, möchtest du das benutzen oder nicht. Und ja, vielen Dank. Du hast REACH angesprochen. Das sind ja Informationen, die der Hersteller haben muss, er muss sie erhoben haben und muss sie auch übermitteln, richtig? Richtig, ja. Genau, das heißt, es gibt eigentlich eine Datenbank bei einer Behörde über, das heißt, erst wenn man die Anfrage stellt, werden die Daten auch erhoben bei der Winkelkatze zum Beispiel. Ja. Also dann fängt er an, ins Labor zu gehen und zu gucken, ey, was habe ich denn hier damals eingekauft? Hm. Also ich verstehe noch nicht so, wann wurde denn das erste Mal REACH, oder wie funktioniert das überhaupt, ja? Ja, also die Idee ist so, dass die Informationen entlang der Lieferkette weitergegeben werden sollen. Und zwar im Grunde proaktiv. Also das erste Glied in der Kette, das einen solchen Stoff einsetzt, der ein Problem ist, müsste das im Grunde an den Nachlieferanten weitergeben. Und diese Informationsweitergabe endet aber genau vorm Konsumenten. Also der Konsument bekommt diese Information nicht, nur auf Nachfrage. So, also das ist das eine Problem, dass der Konsument davon entkoppelt ist. Das ist das, was wir versuchen zu überbrücken. Ein anderes Problem ist die Informationsweitergabe in der kompletten Lieferkette, die nämlich auch nicht funktioniert. Das heißt, der Hersteller dieser Winkelkatze weiß in der Regel gar nicht, was da drin ist, sondern er hat dann bestenfalls einen Schrieb weitergegeben, ist REACH-konform oder irgendwie sowas. Und das hat sich irgendjemand ins Regal gestellt. Das heißt, die Kette davor ist auch ein Problem. Und das haben wir in dem EU-Projekt auch mit drin. Wir wollen diese Kommunikation in der Lieferkette auch verbessern. Aber letzten Endes müssen die Hersteller eben auch mal testen, halten sich denn eigentlich meine Lieferanten an die Vorgaben? Und das machen sie natürlich erst dann, wenn mal einer nachfragt. Wenn nie einer fragt, sondern alle nur kaufen, dann bin ich auch nicht angehalten. Aber das ist eben das Schöne, was wir eben auch bei diesen Sportartikelhersteller gesehen haben. Also ein Mensch fragt nach, was ist denn da eigentlich drin in dieser Fahrradbürste? Und plötzlich wird der Hersteller ein bisschen nervös und denkt sich, oh, vielleicht sollte ich doch mal gucken. Und dann gucken sie nach und stellen fest, Mensch, da ist ein Stoff drin, den wollen wir da eigentlich gar nicht drin haben und wissen auch gar nicht, warum der da drin ist. Und so funktioniert das dann letzten Endes rückwirkend. Ja, ist ein langer Weg, aber es tut sich was. Auch von mir nochmal danke für den Vortrag. Ich habe mal eine Frage. Ist euch bekannt, ob Hersteller oder Inverkehrbringer versuchen, das Ganze zu umgehen, indem sie regelmäßig neue EANs machen, also neuen Barcode machen? Weil das wäre ja so eine, wenn man böse veranlasst ist, eine Strategie, weil EANs zu bekommen, ist ja überhaupt kein Problem. Mhm.
Nee, das ist mir nicht bekannt. Also das Problem ist eigentlich eher umgekehrt, dass Sie, wenn Sie tatsächlich zum Beispiel in Kosmetik auf Schadstoffe verzichten, dass Sie dann keinen neuen Barcode ausweisen und man dann eigentlich keinerlei Möglichkeit hat, das zu unterscheiden. Welches ist denn jetzt eigentlich das alte Produkt mit dem Schadstoff und welches ist das neue? Das ist eher ein Problem. Okay, ja, macht Sinn. Ja. Danke. Wir verlassen uns dann halt quasi wirklich auf die Angaben der Hersteller, korrekt? Wer sagt mir, dass sie richtig liegen oder dass sie es richtig korrekt untersucht haben? Wir selber kennen ja nicht alle Schadstoffe. Wir kennen vielleicht von so und so vielen Hunderte, die bekannt sind, die karzinogen sind. Viele sind gar nicht bekannt. Und wenn Sie es umgehen wollen, würden Sie jedes Mal einen anderen Stoff einfach nehmen, die wir gar nicht kennen, wo es gar keine Studien zu gibt. Und ganz ehrlich, die Studien werden outgesourced, die werden außerhalb gemacht. Also wie weit ist das für mich jetzt noch glaubwürdig alles? Also es sind die Herstellerangaben erstmal. Wir können ja auch keinen zwingen, Informationen einzustellen in die Datenbank, sondern das ist ja letzten Endes eine Entscheidung der Hersteller. Das heißt, die ersten, die natürlich Daten einstellen werden, sind welche, die relativ sicher sind, dass in ihren Produkten nichts drin ist, die auch vielleicht eine gute Lieferketteninformation haben. Das heißt, ich glaube schon, dass die ersten Informationen erstmal verlässlich sein werden. Auf der anderen Seite haben wir in dem Projekt auch Geld, um selber auch mal was zu testen, um das eben tatsächlich auch zu überprüfen. Aber das machen wir jetzt nicht gleich ganz am Anfang, weil wenn wir dann sofort auf die losgehen, die irgendwie mal den Finger hochgehoben haben, um Daten einzustellen, dann kommen wir auch nicht voran. Das heißt, das ist was wir dann tatsächlich eben in 1 bis 2 Jahren uns vornehmen und dann auch mal zu gucken, was stellt ihr denn da eigentlich ein? Ja, interessant, ja. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, inwieweit ihr mit anderen Initiativen zusammenarbeitet, die Richtung zirkulärer Ökonomie gehen. Also, weil es da ja auch eigentlich dann darum geht, direkt die Wirtschaft so aufzubauen, dass man eh nur Chemikalien und Werkstoffe und Metalle und weiß ich nicht was verwendet, die eben zirkulieren können und schadstofffrei sind und einen positiven Fußabdruck haben und keinen negativen. Ja, genau. Es ist genau richtig und das ist auch eins unserer Hauptthemen und Hauptmotivationen. Und also wir als BUND arbeiten sowieso auch zu dem Thema. Es ist aber auch so, dass wir durch diese Datenbank, die wir jetzt aufbauen, zum Beispiel auch die Abfallrahmenrichtlinie mit beeinflusst haben, weil unter der Abfallrahmenrichtlinie soll jetzt nämlich auch eine Datenbank aufgebaut werden, genau von dieser Motivation her aus, dass wir eben nicht immer dieses Schadstoffrecycling betreiben und damit irgendwie diese Stoffe nie loswerden. Insofern sind es zwei Sachen, die ganz eng miteinander zu tun haben und die jetzt so ein bisschen durch diese Anti-Plastik-Welle, die gerade so durch die Welt schwappt, eine positive Energie kriegt, die auch dem Schadstoffthema zum Glück zugutekommt. Geht noch eine? Das ist schön. Ich wollte noch kurz fragen, wie das zeitlich aussieht, wenn man so eine Anfrage stellt. Also für mich klang das jetzt so, als könnte das sehr komplex werden, wenn du meintest, dass die teilweise selber gar nicht wissen, was da drin ist, haben vielleicht nur ein Zertifikat, was vielleicht auch gefälscht sein könnte, dass das REACH-konform ist und dann gucken sie nach und denken, oh Schreck. Also wenn wir jetzt bei dieser Winkelkatze wieder bleiben, dann hat die irgendjemand in China hergestellt, dann ist schon mal da die Kommunikation schwierig und der hat dann auch wieder goldene und rote Farbe eingekauft und die haben wieder Pigmente eingekauft und die haben alle nur so einen Zettel da liegen. Ja, ist bestimmt REACH-konform, aber was genau drin ist, wissen die auch alle nicht. Fragen dann rückwärts und dann kriege ich vielleicht in einem Jahr eine Antwort. Und dann auch, wie verlässlich ist das? Können die sich da einfach erlauben zu sagen, nö, passt alles, ist gar nichts drin, ohne irgendwelche Sanktionen zu fürchten? Oder kann man schon darauf vertrauen, wenn dann was kommt, dass es dann auch stimmt, weil sie sich das nicht erlauben könnten? Oder? Also der Hersteller hat 45 Tage Zeit zu antworten. Das heißt, innerhalb von 45 Tagen muss er die Informationen rangeschafft haben. Und die Auskunft ist auch sanktionsbewehrt. Also es kann durchaus sein, dass wenn die Auskunft falsch ist und ich dabei erwischt werde, dass ich dann mit Sanktionen zu rechnen habe. Die sind jetzt
nicht so dramatisch. Also das sind dann vielleicht irgendwie 10.000 Euro oder so, die man bezahlen muss. Das sind für die meisten Hersteller ist das ein Witz. Und es ist auch noch nicht besonders häufig tatsächlich eingesetzt worden, sondern in der Regel ist es so, dass die Behörden dann sehr, sehr, sehr nett nochmal nachfragen und dann den Hersteller darauf aufmerksam machen und so weiter und so fort. Da ist noch nicht so richtig viel Musik drin in dieser ganzen Aufkunftspflicht-Geschichte. Aber das ist eben genau der Grund, warum wir da versuchen, eben immer mehr Leute zu motivieren, und je mehr Leute eben nachfragen und dann auch Interesse daran haben, umso mehr politische Brisanz kriegt das Thema auch. Und wir sehen es eben auch in dem, wie das Thema mit der Auskunftspflicht in den letzten 4 Jahren nach oben gegangen ist, weil ganz ehrlich, sie war kurz vorm Abschuss schon, weil die Industrie gesagt hat, fragt doch sowieso keiner nach, was soll das, können wir das nicht streichen beim nächsten Reach Review. Und dadurch, dass wir aber die App haben und auch Zahlen haben und auch sagen können, Mensch, da sind aber Leute und die fragen nach und die interessieren sich dafür, ist es eben nicht mehr so einfach. Das heißt, das ist eben tatsächlich irgendwie politischer Aktivismus, den man dann damit betreiben kann, und ja, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Wie war das jetzt nochmal kurz mit der Finanzierung? Das wird durch die EU mitfinanziert, oder nee, wie ist das? Also den ToxFox hat der BUND selber finanziert, erstmal so, wie er jetzt da ist. Aber diese EU-Datenbank und die Apps in den anderen Ländern, die werden jetzt durch das EU-Live-Projekt, das ist eigentlich ein Naturschutzprojekt, aber da gibt es auch einen Informationszweig, wird das jetzt über 5 Jahre finanziert. Genau. Der BUND freut sich aber trotzdem über Spenden, falls sie die. Auch das. Ja, das ist also vielleicht noch mal so als Letztes, weil gerade diese Steilvorlage kam. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem, dass solche Apps oder auch die Datenbank natürlich laufende Kosten sind, die wir über die meisten Projekte nicht finanziert bekommen. Das heißt, man hat dann was angefangen und muss es natürlich auch irgendwie am Laufen halten. Und genau, da sind wir tatsächlich auf Spenden angewiesen. Wer kann für dich nicht tun? Danke.